ihr kleinen Lachse. Wir sind immer noch in Crusader Kings. Ne? Und wir bauen immer noch unser Irland aus und planen den Anschlag auf Schottland. Schottland wird eingenommen. Und dafür müssen wir mal kurz gucken, wie der Lachs hier aussieht. Der sieht ganz gut aus. Der ist aber auch sehr gebildet. Das finde ich sehr gut. Ich würde ihn gerne umbringen. Achso. Ich würde ihn gerne umbringen, glaube ich. Weil dieser kleine junge Mann ein ungefährlicherer Gegner ist. Mal gucken. Mal gucken, wir schauen erstmal rein und wir müssen erstmal weiter unsere Wirtschaft hochpushen. Wir hatten jetzt noch keinen Übergang unseres Herrschers, der aktuell 39 Bildung hat. Aber wir bauen weiter unsere ganzen Städte und so aus. Ne? Also hier die Dörfer und sowas. Das kommt alles jetzt dazu. Hier können wir Jagdreviere bauen. Ist das noch der erste Herrscher? Nee, es ist der zweite. So, die Macht der Heiligen Schrift. Ich mache mich daran, eine Passage auswendig zu lernen, in der es um Mitgefühl geht, glaube ich. Ja. Bildungslebenswandel, sehr, sehr gut. Oh, und Verlobte können heiraten. Erstmal anatomische Studien. Wir wollen auf Gesundheit gehen. Und dann auf Hände waschen und so ein Scheiß. König von England, natürlich. Wir wollen, dass diese Heirat durchgeht. Das hätte ich jetzt auch nicht machen müssen. Das wäre auch alleine durchgegangen. Ich hätte nur nicht widersprechen dürfen. Meine Schwiegertochter hat einen Sohn bekommen. Von meinem Sohn und Ritter. Der ist kein Erbe. Nichtsdestotrotz werde ich ihn unterrichten. Nachbarschaftskrieg. Was haben wir am Hof? Das ist ein kleines Vöglein, das uns irgendwas holt. Ein kleines Vögelchen. Zuerst dachte ich, da hätte jemand nur so numere Manierismen. Doch nun ist klar, dass ein Bediensteter bei Hofe versucht, mir unauffällig ein Zeichen zu geben. In einem ruhigen Augenblick nähere ich mich mit einem Wachen. Mit meinen Wachen, der flüsterte verschwörerisch. Großer Jürgen, mein Name ist Felric. Wir hören viel, wenn eure Gäste bedienen. Sie nehmen unsere Gegenwart kaum wahr. Ich blicke ihn zweifelnd an und frage mich, ob ich wirklich hören möchte, was er als nächstes zu sagen hat. Er erwidert meinen Blick und ist sich offenkundig unsicher, ob er gerade dabei ist, einen Fehler zu begehen. Schließlich schluckt er und sagt, mein Hochkönig, dieser dreckige Pendejo, Alter. Der wieder mit der Augenklappe. Er ist scheiß Pirat. Mein Hochkrieg, euer strenger Vasall hat ein schreckliches Geheimnis und das ist hinter den verschlossenen Türen eurer Burg. Ich schwöre es, Gott ist mein Zeuge. Oh Mann. Ich will wissen, was es ist. Oh mein Gott. Oh, da haben wir jemanden an unserem Hof. Kriegsführung 20, krass. Ich finanziere hier mal ein Item. So, was haben wir denn jetzt hier? Erpressen. Kindesabstammung. Hm.
Digga, sein Haupterbe ist nicht von ihm, oder? Oder was, oder wie, oder was ist das jetzt hier gerade? Ja, scheiße, ich kann das nicht machen, weil ich so treuherzig bin. Ich muss mal auf die Jagd gehen. Scheiße, ich kann nicht auf die Jagd gehen. Oh Gott! Körper und Geist. Oh mein Gott, bekomme ich jetzt athletisch? Athletisch ist ein starker Perk. Stark. Bündnis ist ausgelaufen. Mit der Fehlerin hier oben. Wer hat denn geerbt? Er? Nee. Hä? Lehnsherr. Warte mal, was? Ist Norwegen jetzt Is... Ach du Scheiße. Norwegen ist Island. Was ist denn in Norwegen, Digga? Die sind total wack. Warum haben die denn so viel scheiß Zeug? Verstehe ich gerade nicht. So, wir müssen eine Jagd machen, glaube ich. Immer noch. Sieg über die Bestie. Wir holen das als Artefakt, glaube ich. Der Schädel der Wildsau. Und dann gehen wir jetzt in unseren Artefaktraum rein. Und das hier. Das hier. Und machen hier das Schild hin. So, das ist Prestige und Hofpracht. Das ist Prestige und Hofpracht. Nice. Ja, unser Hof sieht hier ganz schön wild aus schon, ne? Wir arbeiten immer noch auf Verdienst hin. Der Held der Vermählten. Puh. Bekanntschaft gefangen genommen worden. Ah, das ist jetzt hier ganz schön wack. Oh Gott. Ein Waffenstand, Waffenstillstand endet. Oh! Durchdachte Diplomatie. Weird. Ich kann jetzt also direkt wieder in Wales rein. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ist das mein Enkel? Enkelin. Brauche ich nicht unterrichten. So, da gehe ich ganz kurz mal einen Anspruch fingieren. Hier drauf. Ich kann direkt wieder rein in Wales. Wales. Ich werde das am Ende eh alles an Vasallen weitergeben müssen. Was haben wir denn hier eigentlich? Großkathedrale. Holy shit, ich kann eine Großkathedrale bauen. Wait a minute. Das ist ja ein insane. Huh. Ich brauche Piety. Glaubensikone wäre wichtig. Eine Großkathedrale. Diese heilige Stätte zieht christliche Pilger aus der gesamten bekannten Welt an. Die ist ja insane. Oh mein Gott, ich werde die bauen. So, Hände waschen. Cool, ich wusste gar nicht, dass die hier so krass ist. Oh, die Truhe der irischen Kultur.
Gucken wir mal, ob wir die hinstellen können irgendwo, oder? Warte mal, da muss ich hier hin, ne? Alter, mittlerweile sieht das hier ziemlich gut aus. Ha, sieht ziemlich gut aus. Bildungslebenswandel ist sehr gut. Geheimnisse des Körpers. Ah. Agnes. Wer ist denn Agnes? Ehepartnerin. Ich muss gläubig bleiben. Wichtig. Glauben ist wichtig hier. Das ist mit DLCs hier alles. Welchen Rang belegt dein Hof in der Welt? Nummer 1. We are number one. Weil wir so viel krasses Zeug haben. Ich glaube, wir können Glaubens Geld anbieten. Königliches Vorrecht sind wir gerade noch am entwickeln. Wir haben jetzt Chronikführung. De Jure Herzogtum. Okay. Wir machen noch königliches Vorrecht, weil wir brauchen das, bevor wir Heraldik entwickeln. Das dauert noch 5 Jahre. So, wichtig, dass wir das Geld bekommen haben, weil ich werde hier oben jetzt diese, die Bürgermeisterin ist meine Rivalin geworden? Ich muss hier oben jetzt diese Kathedrale bauen. Was ist denn das beschissene Problem, Alter? Warum? Ach, mein Gott. Schwindsucht. Oh, mein Gott. Ja, das ist halt so wild. Ich denke, der stirbt eh bald. Oh, fuck. Ignoriere ich. Das Spiel ist kompliziert. Ah, es geht. Ich bin Cyril, gerade Krankenstube, Kaserne. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Treten zurück! Das ist mein Patient! Ihr haltet 300 Bildungs- und schweres starkes Druckmittel. Bam. Ah, der ist aber wack. Dafür habe ich jetzt eiserne Konstitution. Es wird ewig dauern, bis der stirbt, der König. Außer ich ziehe in den Krieg mit ihm. Ah ja, jetzt kriege ich Geld. Nice. So, und jetzt können wir die Kathedrale bauen. Dauert 3 Jahre. Großkathedrale bringt mir 2 Steuern im Monat mehr. Besitztum Steuern 20% mehr. Entwicklungszusatz 20%. Mehr Frömmigkeit, mehr Bekanntheit. Alter. Das ist richtig stark. Und dann werde ich das hier mal ausbauen. Weil ich glaube, ich kann hier noch eine Burg hinbauen. Hier ist eine Stadt. Hier kommt eine Burg hin und dann kann ich hier nochmal eine Stadt bauen. Wahnsinn. Stark. Stark. Wirklich stark.
Besorgniserregende Übersetzung. Taschen, hat jemand Interesse an frischen Eier? Ich bin im 9. Monat. Im 9. Monat. Infinity, Dankeschön. Bildungslebenswandel, Anspannungszuwachs zurückhalten. Sehr gut. Ja, wir müssen mit Anspannung auf jeden Fall aufpassen. Ich würde mal. Ich würde mal. Was kostet eine Burg? 115 noch, okay. Ich spare mal auf die Region hier oben. Sohn und Ritter von euch. Der wurde enterbt. Ich habe offenbart, dass... Ach du Scheiße, er hat ihn wirklich ermordet. Digga, er hat ihn wirklich umgebracht. Hä? Warte mal, was? Na, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir hier machen. Ich hätte gerne ein Bündnis, das ein bisschen näher dran ist. Herzogin. Na gut, sehr weit weg ist das nicht, ne? Der könnte halt direkt in so eine Familie rein. Bruder, mein Sohn, du musst eine Elfjährige heiraten. Es ist halt manchmal schwierig. Hm? Enkel von euch. Könnt ihr mal nach Eigenschaften gucken, was hier ein bisschen fetter ist. Robust. Üben. Das ist halt nicht so wild. Das ist zwar weit weg, aber wäre zumindest... Also ich gucke gerade nach vererblichen Eigenschaften. Und ich denke, da er schon robust ist und stark... Alter. Robust und stark. Warte mal. Bürgermeisterin... Ja, ne? Er ist intelligent. Ich glaube, wir sollten eher den Perk sichern. So, hier. Wenn wir zwei Intelligente verheiraten, dann sichern wir den hier, glaube ich, ab. Und der steigt. Naja, wir gucken mal. Hat jemand Interesse an frische Eier? Frische Eier? So, ich muss weiter. Ja, der Bruder ist tot. Es gibt jetzt natürlich eine Menge Anspannung für mich. Festmahl gibt keine Entspannung. Ist dann eher Stress. In den Krieg rufen. Oh. Muss ich irgendwen töten lassen? Aha, wir können in den Krieg. Das ist sehr gut. Das Heilige Römische Reich bedeutet, dass es viel Krieg gibt. Ja. Ich will und hoffe, dass der Vasall hier oben, der ist ja auch Ritter von mir, oder? Ja. Digi, ich kann ihn einfach sterben lassen. Das ist toll. Das ist toll. Die Frage ist...
Ich muss mal kurz in meinen Ritter, in meinen Ritterorden reingucken. Wo ist denn der? Der hier. Da ist er. Spielererbe muss weg. Okay, perfekt. Das wird unangenehm. Okay, wir haben aber echt eine coole Armee, denke ich. Und wir, ich werde trotzdem nochmal Ritter anheuern. Und geh dann in den Krieg rein hier drüben. Aber so wie das aussieht, muss ich nicht mehr viel machen, wa? So, Ritter eingetroffen. Zack. Okay. Okay, Moment. Wo ist denn der Scheiß? Ja. So, wir sind jetzt 7000 Leute und segeln. Wir teilen die Armee mal auf. In drei Teile. Einmal in den Herzog. Das ist der hier oben, glaube ich. Avius. So, einmal den. Der reitet schon mal vor. So, der kann ja schon mal vorgehen. Hm? So. Okay, gut. Und die andere Armee wird einfach geteilt. Und geht und landet dann hier. Okay. Let's go. So, die Armee landet. Hier ist er und er geht natürlich hier rein. Die Armee ist aufgeteilt übrigens, weil wir sonst zu viel Nutrition nehmen, ne? Also zu viel Schaden. Warte mal, der wird jetzt sterben? Der wird hier jetzt sterben? Oh, doch nicht. Schade. So, was kann er denn... Warte mal. Sind wir mit dem Königreich von Dänemark im Krieg? Oder du musst da hoch. Was soll schon passieren? Dänemark ist aber okay.
Wir, machen. Ah, das ist eigentlich alles scheißegal gerade. Ich bin schon im. Ich. Bruder, in wie viel Kriege soll ich denn noch rein? Ich bin doch schon da. Warte mal. Verbündeter Feinder, ja. Klar, ich bin da. Bruder, kein Problem. Ah, das ist geil. Jetzt haben wir halt so ein bisschen zu tun, ne? Der kann hier oben schön scouten. Sehr gut. Stark. Insane. Wow. Was für ein Ritter. So, wir müssen mal ganz kurz gucken, wen ich verjagen kann. Wen ich verkaufen kann. Lösegeld fordern, 25. Ja. Oh, weißer Friede. Okay, perfekt. Und was ist mit ihm hier? Warte mal. Hab ich den? Ich hab den Bischof gefangen genommen? Von Bremen? Okay. Tegi. Meiner Armee immer hinterher. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die ganzen feindlichen Armeen sind. Aber hier oben sind sie auf jeden Fall nicht. Und ich habe diesen Ritter da oben noch, der einfach chillt. Keine Ahnung, wo die sind. Die verlieren hier auf jeden Fall eine Menge Güte. Das ist sozusagen die Bewacherarmee. Weil hier sind nur Ritter, also hier sind nur Dingskräfte mit drin. Nichts, was irgendwie eine Mauer einnehmen kann. So. Ey! Ey! Ihr Amateure! Guten Abend. 50. Nee, hier nichts. Alter! Wie viele Gefangene bekommen wir denn? So. So, du musst mal dahin. Und du musst hier hin. Naja, ich habe hier halt meinen Ritter, der scoutet. Ne? Also, das ist schon mehr oder weniger safe. Ich muss mal ganz kurz das Lösegeld nochmal checken. So, Lösegeld. Warte mal, kann ich nicht alle für Lösegeld freilassen? So. Geld, 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 Geld. Cool. Was ist hier los? Eure Hoheitlichkeit.
Ein Tag scheint es, würde man im Hof nur noch über das nächste Festmahl reden. Nur das Beste für meinen Hof! Kann ich eine Jagd machen? Ich bin wieder sehr gestresst. So. Tja. Also ich wünschte, es gäbe hier irgendwo eine Armee, wa? Was? Unhöflicher Vasall?